Ja, ganz schnell. Ruhig bleiben, Keyboard Warriors. Auf dem Zweitkanal haben wir einen Track Release, der teilweise auch im Stream entstanden ist. Maybe you want to check it out? Maybe you want to stream it on Spotify? Maybe meine nicht vorhandenen Merch kaufen? Maybe wollt ihr vielleicht auf meine Wunschliste? Du musst widerstehen! Wisst ihr, Leute? Ja, voll! Das macht glücklich! Und ihr wisst, ich umgebe mich nur mit Leuten, die so sind wie ich und mehr vom Leben wollen. Raus aus dem Hamsterrad, am I right? Simply. Die Big Brain sind und sich nicht mit so dummen Jokes abgeben, so. Deswegen, wenn ich mal wie ihr Loser auf Social Media unterwegs bin, dann nur auf Seiten, die mein Mindset pushen. Und können wir jetzt bitte nicht meine angepasste Startseite auf Instagram zeigen? Danke. So much regret. Denn auf Instagram gibt es viele Seiten, die dir sagen: Hättest du 1920, als Apple noch gar nicht existierte, nur eine Apple-Aktie gehabt, dann wärst du heute Multibillionär. Und probably dead. Weil Aktie würde man vermutlich erst so mit 18 Jahren kaufen und so ein geiles Leben ist es wohl nicht, wenn du heute 120 wärst. Aber hättest du, OMG, die Motivation erfolgreich zu sein, die steigt ins Unermessliche. Sowas findet man bei Seiten wie Erfolgspunkt Gedanke. Zum Beispiel hier. Ein Bitcoin kostet mehr als 60.000 Dollar. Wow, Erfolg! Und was mit mir ist die Info? Es ist genauso, als ob man mir sagen würde: Das hier ist ein Objekt und es ist Geld wert. Was? Erfolg, Junge! Geld! Motivation! Könntest du hier die nächsten 2 Jahre leben? Kein WLAN, kein Handy, kein Kontakt mit anderen Menschen, nur mit deinem besten Freund zusammen und erhalte nach den 2 Jahren 10 Millionen Euro. Also joking oder check ich's nicht? Hätte ja vielleicht Sinn gemacht, wenn das also eine Müllwohnung gewesen wäre, halt so von wegen: Bist du bereit, 2 Jahre Dreck zu fressen, um am Ende fetten Cashout zu bekommen? Aber so? Würdest du hier leben wollen? Boah, ich weiß nicht, ob er meinst, du dafür bereit ist. Und du bekommst Besuch von den hübschesten Girls, die du je gesehen hast. Und das musst du nur 2 Jahre aushalten. Ah, das ist er. Oh, Frank, Mann, ich weiß nicht. Und am Ende schenken wir dir sogar Geld. Ich weiß nicht, ob ich da leben könnte. Aber wir sind hier für den Erfolg, also Erfolg. Ich kann mir vielleicht gerade so noch vorstellen, dort 2 Jahre lang zu leben. Ich meine, ich wohne hier schon so auf ungefähr 23 Quadratmeter so. Und ich meine, nicht mal die Sonne strahlt hier rein wegen der Lage. Und ich bekomme nicht mal am Ende 10 Millionen Euro. Warum wohne ich hier überhaupt? Vor allem kein WLAN. Einfach LAN-Kabel benutzen. Aber I guess, die Leute verstehen es wohl eher, wenn man WLAN schreibt, anstatt kein Internet. Und die Leute in den Kommentaren be like: Ich würde da mein ganzes Leben lang leben, wenn ich Alkohol, anderen Stoff und meine Bläse hätte. Retards, Alter. Verstehen einfach den Erfolg dahinter nicht, was es heißt, in einer Villa leben zu müssen. Retards, Alter. Sad but true. So traurig, dass die Gesellschaft immer auf Freitag wartet und froh ist, wenn 5 von 7 Tagen zu Ende sind. Denn jetzt kann ich 2 Tage saufen, weil jeder sich am Wochenende mit irgendwas zudröhnt, damit ich nicht an die anstehenden 5 Tage denken muss. Zitate, die findet man auch richtig oft. Nimm das Bild einer erfolgreichen bzw. berühmten Person und schreib irgendeinen Text drunter und boom bam, das Zitat hat die Person definitiv gesagt, solange es motivational klingt. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, als ich auf Meme-Compilations reagiert habe und Active-User abonniert habe. Oh mein Gott, bin das ungesagt? Natürlich sind die Zitate nicht kompletter Trash oder so. Vom Grundgedanken her sollte man sich schon so auf jeden Tag freuen, so, weil Leben ist eigentlich schon sehr nice. Aber wenn man zum Beispiel einen Job hat, den man so sehr hasst, then maybe you need to change something. German accent. 6 Gewohnheiten von glücklichen Menschen. Don't show off. Talk less. Learn daily. Das könnt ihr natürlich nicht wissen, aber das mache ich natürlich täglich. Und nein, wir machen jetzt hier nicht einen I'm sorry, Miss Jackson Joke. Ja, ich habe für den Joke schon die Seife hergeholt. So much regret. Help less fortunate. Yo! Wait. Und was geht? Kommt zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf einen armen Mann, der täglich über unlustige Memes lacht. Laugh more. Du hast mir gar nichts vorzuschreiben. Ich lache so viel, wie ich will.
was geht ab? Ignore nonsense. Ja, Mann. Freaking haters. Wobei wir wieder Plus machen. Und natürlich kommentieren hier alle anderen Erfolgs-Instagram-Seiten. Richtiger Circle-Jerk. Richtiger Vater, ja, lachen wir was. Das war ich habe Erfolg, ich weiß der Rede. Erfolg, mein Mindset spürt schon den Erfolg. Millionäre in Filmen, Milliardäre auf den Straßen. Ja, Mann, ich will auch lieber mit alten Männern zusammen chillen. Viel besser als... 12 Wege, um als Schüler Geld zu verdienen. Sehr spannend für euch 13-Year-Olds, die jeden Furz von Montana Black als Nachricht Gottes deuten. Malte, du bist so real mit deinen Hashtag. Erstelle YouTube-Videos. Ganz riskanter Tipp. Hallo Freunde und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich mache das Let's Play nicht aus Spaß, sondern... weil ich erfolgshungrig bin und ich will Geld verdienen. Also wäre cool, wenn ihr liked und abonniert, um mich zu unterstützen, weil die Welt dreht sich um mich und ihr müsst mich supporten, weil mein Traum und so. Facebook-Gruppenartige Videos, immer noch sensibles Thema, aber vielleicht kommt ja ein neuer Part bald. Sei ein Uber-Fahrer. Schüler, erstmal mit 13 bis 16 Uber-Fahrer. Fühle ich. Hat einen Punkt. Der klassische 13-jährige Uber-Driver halt. Oder halt der Schüler, der halt zu spät eingeschult worden ist und viermal sitzen geblieben ist in der Grundschule, ne, und 23 ist Abitur macht. Gibt's bestimmt auch. Aber auch sowas wie arbeite in einer Bar oder sei Club-Promoter als Schüler? Get real, man. Wie du aus einem Euro einen Nebenjob machst. Monetarisiere deinen Account, um Geld zu verdienen. Was? Verdiene Geld, indem du Geld verdienst. Das fasst es eigentlich gut zusammen. Positive Gewohnheiten für deinen Erfolg. Schlafe genug, iss genug, lese, trink genug Wasser, bilde dich weiter, wirf dein Geld nicht aus dem Fenster. Okay Leute, hier mein Tipp für euren Erfolg. Kümmert euch um euch selber, bildet euch weiter und macht regelmäßig Sport.